Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Lavie Sound and Yoga. Ich bin Laura und diese Hatha-Yoga-Sequenz soll uns ein bisschen Ausgleich bringen und wir werden unseren ganzen Körper schön bewegen und dehnen und somit mehr Harmonie in unserem Körper kultivieren. Wir fangen im Sitzen an. Schau, dass du gut aufrecht und geerdet sitzt. Roll deine Schultern nach hinten unten. Und dann öffne deine Arme weit mit den Handflächen einmal nach vorne. Lass die Schultern sinken und zieh deine Schulterblätter etwas weiter zusammen. Genau. Atme nochmal ein hier. Und mit der Ausatmung bring jetzt den rechten Arm hinter deinem Rücken. Und entweder greifst du hier dein Pulli oder dein T-Shirt oder du fädelst deinen linken Oberarm zu deiner Hand. Das heißt, die rechte Hand greift den linken Oberarm und der linke Arm ist angewinkelt. Die Schultern sind nach unten gerichtet. Das heißt, du ziehst die Schultern nicht so nach oben, sondern nach unten. Die rechte Schulter ist fixiert hier. Und dann lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Hier kannst du den Winkel von deinem Kinn so ein bisschen beeinflussen und somit die Dehnung in der rechten Seite von deinem Nacken schön variieren. Sehr schön. Dann bring den Kopf wieder zurück nach oben. Löst die rechte Hand, bring die linke Hand zum Boden. Dann nimm den rechten Arm nach oben neben dein Ohr und dann lehn dich nach links, sodass du die ganze rechte Seite schön lang dehnst. Bleib mit dem rechten Sitzbeinhöcker am Boden. Wunderbar. Komm zurück nach oben, öffne die Arme weit, Schulterblätter zusammen, Brustkorb weit. Und dann machen wir das mit der anderen Seite. Linker Arm fädelt sich hinter dem Rücken durch. Entweder greift hier dein T-Shirt oder der rechte Arm winkelt sich an. Linke Hand am rechten Oberarm, rechter Arm ist angewinkelt, Schulter nach unten. Und dann leg dein rechtes Ohr zur rechten Schulter und vielleicht hier den Winkel von deinem Kinn. Sehr schön. Spür die Länge in der linken Seite deines Nackens, deines Halses. Bring den Kopf zurück nach oben. Entfern hier den Griff. Leg die rechte Hand zum Boden. Linker Arm kommt weit nach oben. Schieb die rechte Hand weg von dir, sodass du jetzt die ganze linke Seite dehnst. Atme in die linke Seite hinein für noch einen Atemzug. Wunderbar. Und komm zurück nach oben. Nimm beide Arme weit nach oben. Und dann dreh dich einmal nach rechts. Linke Hand aus, rechte Knie, rechter Arm nach hinten. Ganz sanfte Drehung hier, einfach um unsere Wirbelsäule aufzuwärmen. Und ein, die Arme wieder nach oben, aus, nach links. Wunderbar. Gut. Und einmal noch Arme weit nach oben, verschränk die Finger und bring die Handflächen nach oben, sodass dass du dich einmal ganz weit streckst. Wunderbar. Und löst die Hände. Von hier kommen wir in einen Vierfüßlerstand. Komm auf deine Hände und auf deine Knie. Und dann von hier bring deine Hände so ein bisschen weiter nach vorne, so ungefähr eine Handbreit weiter nach vorne. Fächer die Finger ganz weit auf, stell die Füße hinten um und dann komm in ein Brett, das heißt in eine gerade Ebene, fast gerade zum Boden. Der Bauch ist ist stark. Lass deine Hände genauso wie sie sind, bring nur deine Hüfte nach oben in unseren herabschauenden Hund. Und das wiederholen wir dreimal. Schultern nach vorne über deine Hände, schiefe Ebene, Bauchnabel nach innen. Und aus, herabschauender Hund. Noch einmal. Stärke und den Körper hier etwas aufzuwärmen. Wir wärmen uns noch auf. Bring den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Lass dein linkes Knie zum Boden kommen. Und dann mit der Einatmung bring dein linkes Knie nach oben. Aus, streck dein rechtes Bein. Muss gar nicht so weit sein. Winkel dein rechtes Knie wieder an. Bring dein linkes Knie zum Boden, schau nach vorne. Auch das noch zweimal. Linkes Knie nach oben, schieb die Ferse weg. Dann mach dein rechtes Bein so lang einfach nur, wie es geht, muss nicht ganz lang sein. Winkel dein rechtes Knie wieder an, linkes Knie zum Boden. Und noch einmal.
linkes Bein lang, rechtes Bein lang. Rechtes Knie gebeugt, linkes Knie gebeugt. Wunderbar. Und dann von hier aus komm zurück in diese schiefe Ebene und zurück in deinen herabschauenden Hund. Bleib hier ein, zwei Atemzüge. Vielleicht musst du ein bisschen so deine Beine austreten, um die Rückseite deiner Beine etwas zu erwärmen. Wunderbar. Und das Gleiche mit der anderen Seite. Linker Fuß tritt nach vorne zwischen deine Hände. Rechtes Knie zum Boden. Und dann hier. Rechtes Knie hebt sich, rechte Ferse schiebt weg von dir. Und dann lenkt sich dein linkes Bein, auch wenn es sich nicht ganz lenkt. Winkel dein linkes Knie wieder an. Rechtes Knie zum Boden, schau nach vorne. Zweimal mehr. Rechtes Knie heben, Ferse weg von dir. Und dann linkes Bein lang. Linkes Knie anwinkeln, rechtes Knie zum Boden zurück. Noch einmal. Wunderbar. Und dann von hier tritt jetzt den rechten Fuß nach vorne zum Anfang deiner Matte und lass dich einmal hier aushängen. Vielleicht schwing so ein bisschen nach rechts und links. Lass die Knie angewinkelt und dann roll dich nach oben. Nimm die Arme mit dir. Und aus, bring deine Hände vor dein Herz. Wunderbar. Von hier fließen wir ein paar Mal, zweimal in einen halben Sonnengruß und dann geht's weiter mit Sonnengrüßen, Abfolgen oder Abwandlungen. Einatmen, nimm deine Arme über die Seite nach oben und aus, nach unten zum Boden. Von hier nimm die Hände zu deinen Schienbeinen, komm den halben Weg nach oben, aus, nach unten. Ein ganzer Weg nach oben, lange Wirbelsäule und aus, Hände vor deine Brust. Einmal mehr, ein, Arme über die Seite, aus, tauch nach unten, Vorbeuge. Nimm die Hände zu deinen Schienbeinen, langer Rücken, halber Weg nach oben und aus, nach unten. Gut, ein, komm den ganzen Weg nach oben und aus, Hände vor deine Brust. Gut, wir fließen in diesem Tempo etwas weiter. Ein, nimm die Arme nach oben und aus, nach unten. Tritt deinen rechten Fuß nach hinten in einen Ausfallschritt. Lass dein Knie gerne vom Boden entfernen. Beide Beine sind stark und ein, heb deine Arme nach oben und bleib hier für einen Atemzug. Atme ein und aus, bring die Hände zum Boden. Komm in eine schiefe Ebene, wie wir angefangen haben, und aus in den herabschauenden Hund für zwei Atemzüge. Schieb die Hände in den Boden, sodass du die Arme längst, roll die Schultern weg von den Ohren. Sehr schön. Von hier tritt deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Komm nach oben in unseren High Lunge. Arme folgen neben deine Ohren. Wunderbar. Atme ein und aus, Hände zum Boden, linker Fuß tritt nach vorne. Ein ganzer Weg nach oben, aus, Hände zum Herzen. Auch das noch einmal mit der anderen Seite. Ein, nimm die Arme hoch, aus, nach unten, sinken zum Boden. Nimm die Hände zu deinen Schienbeinen, langer, gerader Rücken. Und dieses Mal tritt der linke Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Komm ein mit den Armen nach oben, High Lunge. Nimm einen Atemzug hier, ein in die Länge und aus, schiefe Ebene, Liegestützposition. Und dann komm zurück, herabschauender Hund. Versuch deine Atmung so zu halten, wie wir angefangen haben. Atme ruhig und rhythmisch. Linker Fuß kommt nach vorne. Ein, High Lunge. Aus, bleib hier. Ein, Länge. Aus, bring die Hände nach unten. Rechter Fuß tritt nach vorne. Vorbeuge. Ein, komm den ganzen Weg nach oben. Streck dich lang, vielleicht Mini-Rückbeuge. Aus, Hände vor deine Brust. Und wir gehen weiter in ein paar Abwandlungen, indem wir jetzt
die Armhaltung, die wir am Anfang kennengelernt haben, mit einbeziehen. Ein, nimm die Arme weit nach oben. Aus, komm nach unten zum Boden. Tritt den rechten Fuß nach hinten. Dieses Mal bring dein rechtes Knie zum Boden, Fußspann zum Boden. Ein, komm nach oben. Dieses Mal öffne die Arme auf Schulterhöhe. Die Handflächen sind nach vorne gezeigt. Und dann führ den rechten Arm hinter deinem Körper entlang. Hack den linken Oberarm zu deiner rechten Hand und komm in die gleiche Variante, die wir eben im Sitzen hatten. Schulter nach unten, linkes Ohr geht zur linken Schulter. Wunderbar. Bring den Kopf nach oben, löst die Arme, bring die Hände nach unten und dieses Mal tritt in einen herabschauenden Hund. Wunderbar. Nimm zwei Atemzüge hier. Von hier tritt den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Bring dein linkes Knie zum Boden. Ein, nimm die Arme weit über die Seite nach oben. Schultern nach unten. Von hier mach einen Halbkreis mit den Armen nach hinten. Verschränk die Finger und öffne den Brustkorb. Atme ein hier. Und aus, Hände zum Boden, linker Fuß tritt nach vorne. Ein ganzer Weg nach oben. Und aus, Hände vor die Brust. Gleiches, andere Seite. Ein, Arme über die Seite nach oben. Aus, tauch nach unten ab. Langer, gerader Rücken. Linker Fuß tritt nach hinten, linkes Knie zum Boden. Komm nach oben mit dem Oberkörper, öffne die Arme auf Schulterhöhe, als ob du so etwas willkommen heißt. Und dann bring den linken Arm jetzt hinter dem Rücken und schling den rechten Oberarm zur linken Hand, rechter Arm angewinkelt, Schultern nach unten. Und dann, wenn du magst, kannst du dein rechtes Ohr zur rechten Schulter lehnen. Wunderbar. Kopf kommt zurück, nach oben, neutral. Löst die Arme, bring die Hände zum Boden. Herabschauender Hund. Gut. Linker Fuß tritt nach vorne zwischen deine Hände. Rechtes Knie zum Boden und ein, nimm die Arme über die Seite nach oben. Von hier ein Halbkreis nach hinten. Verschränk die Finger, vielleicht andersherum, wie du sie eben verschränkt hast. Öffne die Schultern und öffne den Brustkorb. Sehr schön. Aus, Hände zum Boden und rechter Fuß tritt nach vorne zum Anfang der Matte. Ein, komm den ganzen Weg nach oben und aus, Hände vor deine Brust. Wunderbar. Wir sind jetzt im Rhythmus von unserer Atmung, in dem Rhythmus von unserem Körper und wir werden noch zwei stehende Positionen praktizieren. Du bleibst am Anfang deiner Matte. Nimm einatmend die Arme über die Seite nach oben. Aus, tauch nach unten ab. Vorbeuge. Dann tritt von hier aus den rechten Fuß nach hinten. Tritt den linken Fuß ebenfalls nach hinten, herabschauender Hund. Bleib ein, zwei Atemzüge hier. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, deinen rechten Fuß nach vorne zu bringen. Entweder tritt den rechten Fuß einfach nach vorne oder heb dein rechtes Bein an, dreibeiniger Hund. Und stell den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Dann bring die Ferse vom linken Fuß ebenfalls zum Boden, dass wir dann in Krieger zwei Beine kommen. Das heißt, unsere Beine sind auf einer Länge, rechtes Knie ist angewinkelt. Von hier öffne die Arme auf Schulterhöhe, Schultern entspannt und locker. Sehr schön. Lass deine Beine genauso, wie sie sind. Linker Arm fädelt sich hinter deinem Rücken wieder herum. Rechter Arm kommt wieder angewinkelt. So, wir sind in der gleichen Variante, wo wir eben waren. Linke Hand hält den rechten Oberarm. Dann von hier
Lehn dich nach rechts, sodass der rechte Oberarm auf deinem Oberschenkel ankommt. Vielleicht musst du hier den Oberarm jetzt loslassen. Vielleicht kannst du die linke Hand zu deinem Oberschenkel lehnen oder einfach an den Rücken. Dann dreh die linke Schulter auf, so als ob du nach oben Richtung Decke gucken möchtest. Rechtes Knie bleibt angewinkelt. Die Beine sind stark. Entweder bleib hier oder nimm den linken Arm über deinen Kopf in unserer gestreckten Winkel. Seite links ist ganz weit. Wunderbar. Und dann bring deine Arme nach unten, nimm deine Hände zum Boden und tritt zurück, herabschauender Hund. Wunderbar. Dieses Mal komm mit den Schultern über deine Handgelenke und lass dich nach unten Richtung Boden sinken. Von hier komm auf deine Unterarme in eine Sphinx, zieh die Hände zu dir und lass deine Brust ganz weit werden. Nimm 1, 2 Atemzüge hier. Wunderbar. Und dann stell die Hände wieder unter deine Schultern und komm zurück, herabschauender Hund. Sehr schön. Und du hast wieder die gleichen Möglichkeiten, jetzt deinen linken Fuß nach vorne zu bringen. Entweder stell den linken Fuß einfach nach vorne oder nimm dein linkes Bein nach oben und tritt den linken Fuß so zwischen deine Hände. Rechte Ferse kommt zum Boden. Krieger, 2 Beine. Dieses Mal ist es dein linkes Knie, was angewinkelt ist. Beide Beine sind super stark. Arme öffnen sich auf Schulterhöhe, Schultern entspannt. Und atme. Atme im gleichen Rhythmus, als wenn wir fließen würden. Dann nimm deinen rechten Arm, fädel ihn hinter dem Körper entlang. Und dein linker Oberarm kommt wieder in diese Schlaufe in dem Sinne. Und dann lehn dich nach links, sodass der Unterarm auf den Oberschenkel kommt. Vielleicht löst sich die Hand. Für mich muss sie sich lösen. Öffne die rechte Schulter. Schau nach oben Richtung Decke. Und dann löst den rechten Arm. Du kannst aber auch hier bleiben, wenn du magst. Und streck ihn über den Kopf, so als ob dein rechtes Bein und dein rechter Arm eine Linie bilden. Wunderbar. Ja. Und dann fächer dich nach unten mit deinen Händen. Ein letztes Mal herabschauender Hund. Atme. Gut. Bring deine Schultern über deine Handgelenke. Komm nach unten auf deinen Bauch zum Liegen. Bring die Hände so rechts und links von deinen Rippen, roll die Schultern nach hinten unten und dann komm nach oben entweder in eine kleine Kobra oder eine höhere Kobra, je nachdem, wie du praktizierst. Schau, dass es nicht zu viel für deinen unteren Rücken ist. Atme 2 Atemzüge hier. Wunderbar. Und dann schieb dich nach hinten in die Stellung des Kindes. Für 1, 2 Momente zum Entspannen. Spür all das, was jetzt in deinem Körper aufkommt. Dann zieh die Hände zu deinen Knien, sodass du dich aufsetzen kannst und streck deine Beine nach vorne. Winkel dein rechtes Knie an, sodass du dein rechtes Knie öffnen kannst. Fuß zur Innenseite des Oberschenkels. Einatmen, komm nach oben und aus nach vorne. Und du musst nicht deinen Fuß fassen, sondern es geht eher darum, dass dein Rücken lang und gerade ist. Nimm 2 Atemzüge hier. Gut, komm zurück nach oben. Und dann dreh dich zu deinem angewinkelten Knie nach rechts, bring die linke Hand zum rechten Knie und dreh dich nach rechts auf. Sehr schön. Komm zurück und wechsel die Beine, rechtes Bein lang, linker Fuß aufgestellt, linkes Knie fällt zur Seite,
Rechtes Bein ist aktiv, ein Länge und aus, lass dich nach vorne sinken. Hände zum Boden, langer Rücken. Es geht nicht darum, wie weit du nach vorne kommst, sondern eher, dass dein Rücken lang bleibt und du eine schöne, angenehme Dehnung spürst. Gut, komm zurück nach oben. Wir drehen uns nach links, rechte Hand zum linken Knie und dann linke Hand nach hinten. Langer, gerader Rücken und du drehst dich nach links. Wunderbar. Zurück nach vorne. Und dann von hier hast du die Option, entweder dich zum Boden zu legen für ein paar Momente Shavasana, Endentspannung, oder vielleicht magst du dich aufrecht hinsetzen, eine Minute Stille für uns alle zusammen, was auch zu Harmonie, Ausgleich und Wohlbefinden dazu gehört, dass wir die Ruhe einladen. Spüren deine Atmung, wie so langsam ruhiger und entspannter wird, egal ob du sitzt oder liegst, wie du den Boden unter dir wahrnimmst. In den ganzen Körper ganz wunderbar gedehnt, indem wir Seitbeugen, Vorbeugen, Rückbeugen und Drehungen in unsere Sequenz eingebaut haben, sodass wir die Gesamtheit unseres Körpers ausgleichen konnten. Und ich hoffe, das spürst du und kannst mitnehmen in deinen Tag, in deinen Abend, vielleicht in die nächsten Tage. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und dass wir zusammen praktizieren können. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in anderen Videos. Schau gerne in die anderen Videos und in unsere Videobeschreibung für unsere Ausbildung und unsere ganzen Angebote. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Namaste.